Wir brauchen diejenigen, die mit anpacken, die hierher gekommen sind, die hier schon lange leben. Aber wir wollen und wir müssen die irreguläre Migration begrenzen. Sie ist zu hoch. Und statt der Sprücheklopfer und der da hinten Reinrufer haben wir sogar gehandelt. Mit ganz vielen Gesetzen haben wir die Grundlage dafür geschaffen, dass es jetzt so passiert ist, dass die Zahl derjenigen, die irregulär nach Deutschland kommen, zurückgegangen ist. Und wir wollen den Pfad fortsetzen. Und haben wir es geschafft, dass die Zahl der Rückführung, der Abschiebung gestiegen ist, um fast ein Drittel, sogar noch mehr, wenn man das mit früheren Jahren vergleicht. Und wir werden diesen Pfad fortsetzen. Die neuen Gesetze haben gewirkt. Und das Neue sich unterhaken, dass alle zusammenarbeiten im Bund, in den Ländern, in den Landkreisen und kreisfreien Städten, das hat auch gewirkt. Und wir werden auch das weiter fortsetzen. Nur weil man schon gehandelt hat, darf man niemals die Hände in den Schoß legen. Und deshalb ist es richtig, wenn auch der Oppositionsführer im Deutschen Bundestag Zusammenarbeit anbietet bei der Reduzierung der irregulären Migration. Aber genauso richtig ist, dass wir das machen entlang der Prinzipien, die für die Demokratie und die Art und Weise, wie wir dieses Land miteinander gestalten, wichtig sind. Es gelten unsere internationalen Verträge. Es gelten die Regeln der Europäischen Union. Es gilt das, was unser Grundgesetz uns vorschreibt. Und dann sind viele praktische Vorschläge willkommen. Die Regierung und die Opposition sind immer gut gehalten, zusammenzuarbeiten.